berechne den Quotient und den Rest der Division von x hoch 6 plus 2x hoch 4 plus 6x minus 9 durch x hoch 3 plus 3. Um diese Frage zu beantworten, nehmen wir ganz einfach die euklidische Division dieser zwei Polynome vor. Am Anfang muss man darauf achten, dass beide Polynome geordnet sind in abfallender Reihenfolge der Exponenten von x. Hier 6, 4, 1, 0, also okay, und hier 3, 0, okay. Wir konzentrieren uns immer auf die zwei ersten Termen dieser Polynome, also die zwei Termen der höchsten Potenzen, und stellen uns die Frage, womit muss man x hoch 3 multiplizieren, um an x hoch 6 zu gelangen? Mit x hoch 3. Dieses x hoch 3 schreiben wir dahin. Jetzt multiplizieren wir x hoch 3 mal x hoch 3 plus 3, das macht x hoch 6 plus 3x hoch 3. Und dieses Produkt schreiben wir dahin. Sobald wir es gefunden haben, nehmen wir es entgegengesetzt und dann addieren wir diese zwei Polynome. Bei dieser Addition müssen die zwei ersten Termen verschwinden. Wenn nicht, dann haben wir da schlecht gearbeitet. Wir addieren und finden dieses Polynom. Solange der Exponent hier nicht streng kleiner ist als der Exponent des Teilers, machen wir weiter. Frage: Womit muss man x hoch 3 multiplizieren, um an 2x hoch 4 zu gelangen? Natürlich mit 2x. Wir multiplizieren 2x mal x hoch 3 plus 3, das macht 2x hoch 4 plus 6x. Dieses Produkt schreiben wir dahin und sobald wir es haben, nehmen wir es entgegengesetzt. Wir addieren diese zwei Polynome und bei dieser Addition müssen diese zwei ersten Termen verschwinden. Somit bleibt uns dieses Polynom und der Exponent der höchsten Potenz ist noch immer nicht streng kleiner als der Exponent vom Teiler. Also machen wir weiter. Frage: Womit muss man x hoch 3 multiplizieren, um an minus 3x hoch 3 zu gelangen? Natürlich mit minus 3. Wir multiplizieren minus 3 mal x hoch 3 plus 3, das macht minus 3x hoch 3 minus 9. Wir haben das Produkt gefunden, nehmen es also entgegengesetzt und jetzt wird addiert. Der Grad von diesem Rest ist streng kleiner als der Grad des Teilers. Also ist die Division beendet. Wir lesen hier den Quotient ab und hier den Rest. Die Endantworten auf diese gestellte Frage lauten also: Der Quotient ist x hoch 3 plus 2x minus 3 und der Rest ist 0. Bei dieser Frage wurden nur diese zwei Endantworten gefragt, nicht der Weg dorthin. Wir haben den Auftrag erledigt.